Die nächste Aufgabe bringt die erste Entscheidung. Wir kommen jetzt zur Aufgabe Nummer 3 und die heißt meine gebackene Visitenkarte. Liebe Promis, jetzt wird's in mehrerlei Hinsicht ganz persönlich, denn schon nach dieser Aufgabe werden wir den ersten von euch nach Hause schicken. Und zweitens möchten wir von euch eine ganz private Torte. Sie soll etwas verraten über euren Beruf, über Vorlieben. Vorlieben? Oh nee. Ihr könnt alles reinbacken. Also ich bin gespannt, wie vielseitig eure Torten werden. Christian, was muss man denn noch beachten? Euer Lieblingsrezept kennen wir ja nun schon. Deswegen möchten wir natürlich keine Torten von euch haben, die ihr aus dem FF könnt. Bitte seid sehr kreativ. Backt uns eine Motiv- oder 3D-Torte. Ihr müsst zwingend modellieren und ihr müsst Fondant verwenden. Zum Modellieren dürft ihr die Handschuhe ausziehen. Aus Hygienegründen werden wir die Dekoration nicht essen, auch wenn das sehr schade ist. Eure Torte muss eine Creme und eine Fruchtfüllung enthalten. Ihr habt für diese Torte 4 Stunden Zeit. Und am besten legen wir auch gleich los. Seid ihr klar? Mhm. Dann auf die Plätzchen. Fertig. Backt. In 4 Stunden entscheidet die Jury auf Grundlage aller 3 Aufgaben, wer Bäcker der Woche wird und wer gehen muss. Die Chancen stehen also für alle gleich. Mühe geben muss man sich aber auf jeden Fall. Also es wird warm aufgeschlagen, die Eier. Ganz wichtig, dass es gleichmäßig ist. Sonst kriege ich Omelette. Nur ein bisschen die Bananen schälen hier. Das sind Öko-Bananen. Pascal platziert jeden Löffel wie einen Schlagwurf. Also meine Visitenkarte heißt World Champion. Wir sind 2007 Weltmeister geworden im eigenen Land, Handball-Weltmeister. Das ist unser WM-Trikot, jetzt einmal hier in Tortenform wiederzugeben. Pascal plant ein Zusammenspiel aus fruchtigem Marzipan-Biskuit, Maracuja-Buttercreme und frischer Mango. Die süßen Gegenspieler, eine Nougat-Creme und Schoko-Crunch. In Gedanken ist Daniel woanders. Ich werde heute mit dem Motorrad nach London fahren. Und zwar mit meiner Möhre, so nenne ich mein Motorrad. Britischer Gin im Zitronengelee soll auf dieser Tour für Furore sorgen. Dazu kombiniert Daniel eine Zitronenfrischkäsecreme und saftigen Carrot Cake mit frischem Ingwer. Im Teig stecken zudem Karotten und Walnüsse. Neben den üblichen Verdächtigen wie Zucker und Ei. Die stecken auch in Franziskas Kuchen. Ich bin jetzt erstmal nach dem Äußeren gegangen, natürlich, in erster Linie. Das soll eine Make-up-Torte werden. Und innen drin sind ganz viele, in Anführungsstrichen, leichte Komponente mit einem Käsekuchen, mit tollen Früchten. Unter der glänzenden Ruby-Glasur überrascht Franziska mit Käsekuchenböden und Vanille-Mascarpone-Mousse. Für die Säure sorgt ein Passionsfrucht-Gelee mit frischen Mangostückchen. Zuerst treibt Mirja Orangenschale auf Marzipan. Ich brauche mein Marzipan für meinen Biskuitboden. Das ist ein Caracas-Biskuitboden, da ist Marzipan drin und krokant. Zum Marzipan kommen Wasser und Eigelb. Luca bereitet Nussbutter vor. Oh, das ist nussig. Oh, ist das geil. Oh. Meine Visitenkarte ist so ein Allround über mein Leben. Mein Leben hat gestartet als Maurer. Ich mache so eine Mauer drumherum. Obendran ist ein Sänger. Obendrauf, weil ich Musiker bin. Vom Maurer zum Musiker. Hinter den aus Schokomousse gegossenen Ziegelsteinen schwebt Luca auf einer feinen Komposition aus Mandelbiskuit, Mangomousse und Mango-Passionsfrucht-Gelee. Auch Jürgen legt die Musik im Blut. Ja, wie ja jeder weiß, trete ich schon seit 20 Jahren auf Mallorca auf. Und Mallorca ist halt so ein bisschen auch mein Wohnzimmer. In Jürgens Inseltorte vereinen sich Vanilleölteig, Orangenpudding und Sahne zu einem sommerlichen Geschmacksbild. Der besondere Kick, in Rum und Orangensaft eingelegte Löffelbiskuit. Nah am Wasser backt auch Barbara. Da ich ja Frau Hoteldirektorin bin auf dem Traumschiff, habe ich mir überlegt, eine Traumschiff-Torte zu machen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt und ich in See stechen kann damit. Barbara schichtet Schokobiskuit, Kokosbaiser und Mango-Maracuja-Gelee.
feine Schokocreme und Macadamia-Nougat-Krokant komplettieren das tropische Geschmacksbild. Egal, welche Böden hinten rauskommen, gerührt werden sie zu Beginn alle. Oh, das riecht geil. Alles im Blick hat Eni. Nur den Pascal nicht. Der Boden ist mein zweiter Arbeitsplatz. Hier hat man ein bisschen Platz. Nicht nur stimmlich ist Jürgen zart unterwegs. Das sieht ein bisschen komisch aus, hat aber alles seine Richtigkeit. Weil das darf man nicht so mit voller Wucht, sondern es muss nur untergemischt werden, damit da nicht zu viel Luft drin ist, damit es keine Blasen gibt im Kuchen. Nimmst du den vielleicht, gell? Den wollte ich eigentlich ins... Okay, oder du packst den in die Mitte. Mhm. Den hässlichen. Ich bin hier wie so ein kleiner Lehrjunge. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der Job ist körperlich hart, der ist geistig hart. Also ich glaube, so eine Herausforderung habe ich noch nie in meinem Leben gehabt wie diese. Das super Geniale beim Jürgen ist, dadurch, dass er Handwerker war, macht er die Sachen genau so nach, wie ich ihm das vormache. Also wirklich unterschätzt mir den Jürgen nicht. Andrea will, dass ich ins Finale komme. Das war für mich am Anfang total utopisch. Aber mittlerweile hat Andrea so viel Ehrgeiz in mir geweckt. Und ich möchte wirklich ins Finale. Und welche Passion lässt Ekaterina in ihre Visitenkarte einfließen? Viele nennen mich Tango Queen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn nicht Tango, was sonst? Erdbeerentrauben und Knusperperlen tanzen auf beschwipsten Wiener Böden, umschmeichelt von einer Marke de Champagne und einer Erdbeerbuttercreme. Mirja offenbart ihre düstere Vergangenheit. Ich war von 14 bis 19 Grufti. Da war ich schon immer mit Latexhose und 12 Loch Doc Martens unterwegs. Ich habe einen sehr großen Totenkopf tätowiert auf meinem Körper. Das musste sein, dass das eine Totenkopftorte wird. In dem fantasievollen Motiv stecken Caracasböden, ein besonderer Biskuit mit Marzipan und Krokant. Dieser trifft auf Schichten aus Himbeerbuttercreme und Limettenganache. Ob Tango-Torte oder Ballermann-Gebäck, der Teig muss in die Form. Eine Kelle für Papa. Und einen für die Model-Mama. Wenn die Böden im Ofen sind, können die Promis einmal kurz durchatmen. Aber nur kurz. Lieber Gott. Spontane Rhythmuswechsel sind für Stimmungssänger kein Problem. Hier sieht man nämlich ganz genau, ich kann auch schneller mit dem Schneebesen umgehen, ne? Das ist jetzt Orangensaft mit Vanillepulver. Das ist dann meine Füllung für die Torte. Die Caracasböden von Mirja bekommen nach dem Backen noch einen Kick. Den Zucker brauche ich für eine Karamelltränke, für die Böden. Das muss ja karamellisieren. Ich muss ja für die Karamelltränke auch ordentlich Karamell haben. Oh. Luca backt beidhändig. Ich kann jetzt gerade nicht so gut gucken, weil ich gerade Zitronensaft ins Auge bekommen habe. Früchte stehen wieder hoch im Kurs. Frische Erdbeere. Njum, njum, njum. Also Erdbeeren mit Champagner kann doch nicht besser sein, oder? Eine Ekstase. Jetzt mache ich gerade eine Tränke, womit ich dann die Böden tränken werde, damit da ein bisschen Aroma und Geschmack reinkommt. Drei Jahre später. In der nächsten Staffel Promi backen ist mal mein Zucker geschmolzen. Da mache ich noch mal mit. Die Tränke wird wohl nix. Das ist ja total Stein. Was soll das werden? Der Karamellzucker. Mach das einfach noch mal. Okay. Und dann wartest du wirklich, bis der ganze Zucker sich aufgelöst hat. Dankeschön. Schwupp sind die Böden fertig. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Bereit fürs Zuschneiden. Hoffentlich. So, das ist ja mehr ein Unfall als alles andere hier. Verdammt noch mal. Oh, scheiße. Während Daniel flucht, schwelgt Ekaterina in Sinnesfreuden. Kommt zuerst das, Marc de Champagner.
Erste. Zweite. Ich habe gehört, Sie mögen ein bisschen Bums. Nennt man das Bums? Ich kenne Bums ein bisschen anders, ja, aber okay. Okay, checken wir mal. Noch mehr Bums. Auch Daniel bumst noch ein bisschen Gin in sein Zitronengelee. Da sind 100 Gramm Gin drin, um das ein bisschen aufzuwürzen. Da ist der Gag daran. Franziska arbeitet alkoholfrei. Ich mache jetzt das Vanille-Mascarpone-Mousse. Mirjas Himbeer-Buttercreme scheint auf einem guten Weg zu sein. Jetzt kommt Erdbeere-Buttercreme. Die kann man auch probieren, wenn man neugierig ist. Oh. Beide mit Bums. Ja, aber angenehmer Bums.